Willkommen zu Frequent Traveler TV. Die heutige Ausgabe ist die dritte Ausgabe, die sich um Meilen-Schnäppchen ja, kümmert. In der heutigen Ausgabe fehlt natürlich im Reigen der meisten Fluggesellschaften, die bei Meilen-Schnäppchen mitgemacht haben, natürlich die Austrian. Deshalb gehen wir auf die Meilen-Schnäppchen der Austrian ein. Aber ihr wisst ja, wie immer an dieser Stelle zuerst das Intro. Mein Name ist Lars Korsen und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Ich hatte bei dem Swiss-Video das Ganze vergessen. Wem es aufgefallen ist, kommentiert es einfach unten. Und da sind wir auch schon beim Thema. Und das wisst ihr ja auch. Abonniert uns, Glocke an für Mario, auch wenn er nicht dabei ist. Und natürlich hier ganz unten wirklich kommentieren, nachdem ihr abonniert habt. Und liken den Beitrag. Für alle, die es gemacht haben, danke an dieser Stelle. Und bevor es wieder zu trocken wird, gehe ich da nochmal auf die Themen ein. Wichtig ist, dass bei der Austrian der Zubringer nicht dabei ist, es sei denn, er ist aus Österreich. Das heißt also, er muss Abflug in Österreich sein, nur auf Austrian Airlines Flügen möglich. Dann der Buchungszeitraum ist auch in dem Fall 1. Oktober bis 31. Oktober, war bei der Swiss auch so, hatte ich ganz vergessen zu sagen. Reisezeitraum 15. November bis 31. Dezember bei den Kurzstrecken und bei den langen Mittelstrecken ist es der 15. Januar bis zum 28. Februar. Ich hatte es bei den anderen beiden auch nicht erwähnt, aber kein Storno möglich. Ne? Also denkt dran, wenn ihr das bucht, das ist fix. Ihr könnt es umbuchen in irgendeiner Art und Weise, wenn es mit Covid wieder irgendwelche Probleme gab. Das war ja immer so, aber nicht wirklich stornieren. Umbuchen ist 25 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, die Meilenschnäppchen gebe ich euch auch wieder hier auf den Monitor, damit ihr das einfach mal seht. Da blende ich mich natürlich wieder mal aus. Soll ich mal auf die Seite? Nee, das war falsch. So war es richtig. So ist es richtig. Hier seht ihr natürlich bei den 28 Ergebnissen ab Österreich mit Austrian Airlines sind natürlich wie immer erstmal die Ziele in Europa, Amsterdam, Stockholm, Barcelona und so weiter mit 25.000 anstatt 50.000. Ihr könnt es ja selber sehen, London, Mailand, Thessaloniki, Stockholm, Athen. Da gibt es halt wirklich viele Sachen, auch mit Economy Class. Ich habe jetzt nicht nach Business Class gefiltert, weil gar nicht so viele da sind. Dann aber natürlich auch Business Class für New York, Washington, die in der Business Class anfliegbar sind, für 55.000 anstatt 112.000. Wir haben Chicago in der Premium Economy, haben Tel Aviv, Washington auch in der Economy Class, Chicago in der Economy Class. Also ihr seht, es ist relativ überschaubar. Damit ist diese Folge auch wieder relativ kurz. Und was bleibt mir nur zu sagen, außer dass ihr bedankt seid oder ich bedanke mich bei euch. Warum haben wir denn den Monitor gewechselt? Das geht gar nicht. So ist die Kamera besser. Auf die komische MacBook-Kamera. Nein, auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt und zuschaut und unten auch kommentiert, wo ihr hinfliegt. Vielleicht, weil es für ein Ziel mit Austrian euch interessiert hat und andere Themen können wir ja auch besprechen. Wie findet ihr eigentlich Meilenschnäppchen grundsätzlich? Findet ihr das gut? Sollte es Meilenschnäppchen zum Beispiel bei der Lufthansa oder der Swiss vielleicht auch in die First Class geben? Was natürlich nicht kommen wird. Aber das kann man ja durchaus mal diskutieren. Was wäre, wenn? Also, danke, dass ihr bei der heutigen Ausgabe dabei wart. Vergesst nicht zu abonnieren, Abonnierbefehl, Glocke an, kommentieren und liken. Also, bis dann. Ciao.